komisch, Mann. Ich schaue nach rechts und dann hängt dann dicker, schwarzer, blonder Mann mit roten Schuhen und keiner Unterhose. Und wo ist der Unterschied zum Real Life? Die roten Stiefel. Aloha! Willkommen zu einer neuen Folge Ben und Luke. Mein Name ist Ben. Mein Name ist Luke. Und wir zocken heute mal wieder Saints Row 3. Mal wieder. Mal wieder. Du mal mit deinem Mal wieder. Mal wieder. Ich möchte nicht pausieren, ich möchte einen Auftrag annehmen. Bestätige Auftragsstartmittel. Ja! Ja, komm. Stimmen wir fürs Überspringen. Das ist schon der zweite Versuch mit diesem Recording, weil ja, Ben absolut weil seine Technik hat. Nicht im Griff hat und alles failt. Luke versaut wieder alles. Luke, warum bist du nackig? Wieso bist du eine Arschwabe? Du bist eine Arschwabe. Du bist eine Arschwabe. Du bist ein Wabenarsch. Mann, was passiert denn immer? Auf was schießt du denn immer? Auf die Kirche. Nein, du kannst doch nicht die Kirche an... Okay, doch. Doch, kannst du. Ich habe meine Meinung geändert. Und jetzt okay, schieß nicht auf unser Auto, bitte. Versuch mal, irgendwas richtig zu machen. Versuch du mal, was richtig zu machen. Versuch einfach nicht, wieder so dumm zu sein. Schau mal, was machst du denn? Ich musste die Zivilisten da angreifen. Wieso? Weil sie mich gestört haben. Du hast noch nicht einmal geschossen, oder? Ja, weil ich dir zu... Weil du machst ja alles. Und dann triffst du auch nicht. Du bist einfach richtig schlecht heute wieder. Es macht gar keinen Spaß mehr, mit dir Computer zu spielen. Ich suche mir jetzt echt wen anders, Ben. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Okay. Komm, lass gut sein, Alter. Oh mein Gott. Schau mal, wieso hast du unser Auto schon wieder fast zerstört? Ey, ich schieß nicht mal auf mein Auto, Mann. Du schießt auf unser Auto, du Spast. Oh, das war ein LKW. Ach je, das ist schon ein Kreuz mit dir. Was? Ein Kreuz? Ja, kennst du den Ausdruck nicht? Nein. Das ist schon ein Kreuz. Ich wette, das hat Jesus auch gesagt. Meine Fresse, ist das ein Kreuz hier. Während er das Kreuz trägt. Shit. Darf man sowas im Internet sagen? Keine Ahnung, kommt auf 400 an. Ich glaube, jetzt geht es schon. Aufs Jahrhundert. Ja, ich glaube, früher wäre jetzt hier so Ketzerei angesagt gewesen oder so. Wäre auch mal ganz lustig. Ich hätte dich verpfiffen, Alter. Ich hätte dich so der Hexerei angeklagt. Du wärst so schon tot, wenn wir uns... Ich hätte einen Scheiterhaufen angemacht, Alter. Hä? Wenn du draufgestanden wärst, ich hätte dich so eigenständig verbrannt, Alter. Ich wäre der Typ, der dich in dieser Hexenglocke unter Wasser getaucht hätte. Ich hätte dich ohne nachzudenken in die eiserne Jungfrau geschickt. Eiserne Jungfrau ist dann... Yeah! Oh, shit! Alter. Wir snipen hier jetzt. Schau mal, mir hängt irgendwie der Gurt in meiner Ritze oder so. Ja, ich hab nichts an, Alter. Das ist der kränkeste Ritzenzieher, den ich hier jemals durchgemacht habe. Ich seh's gerade. Oh, fuck. Ah, ja. Da stehst du drauf. Ja, du nicht. Da kommen noch mehr Autos. Ich muss nachladen. Schieß doch auf die Leute. Ich schieß lieber auf die Autos. Du kannst frei ranzoomen, gell? Wie? Ah. Schieß doch auf die Autos, Mann, die gehen einfach hoch. Was irgendwie unrealistisch ist. Wir spielen ja auch nicht Realistic Row. Wir spielen Saints Row. Aber ich glaube, das wissen die Leute schon. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Halt doch mal die Schnauze. Mann, das ist komisch, Mann. Ich schaue nach rechts und dann hängt dann dicker, schwarzer, blonder Mann mit roten Schuhen und keiner Unterhose. Und wo ist der Unterschied zum Real Life? Die roten Stiefel. Shit! Du bist so ein Knecht.
Oh Mann, oh Mann. Dieses Spiel, Leute, das verleitet zum Dummsein. Du bist so ein Idiot. Warum denn? Ich dachte, es soll die Wahrheit sein. Und nichts als die Wahrheit. Ganz genau. Kennst du die Sendung, ne? Welche? Nichts als die Wahrheit. Wahrheit. Nichts als die Wahrheit, oder wie? Nee, kenne ich nicht. Ich kenne nur Schicksale und dann kam plötzlich alles anders. Nee, das kenne ich nicht. Das ist so krass, Alter. Das musst du dir mal anschauen. Danach willst du dich eigentlich selbst einweisen, weil du keinen Sinn mehr in deinem Leben siehst. So krass ist das. Ich glaube, ich lass dich mal einweisen. Ey, wir müssen irgendwas machen. Ja, schau her. Oder? Siehst du mich? Ich glaube, Pierce ist gestorben, oder? Was? Haben wir jetzt verloren oder gewonnen? Ich weiß es nicht. Nee, wir haben gewonnen. Na, wir haben gewonnen. Wir haben einen neuen Auftrag verfügbar. Ja, wir haben doch Geld bekommen und so. Ja. Okay, ich mach's. Ah, ja! Wie kann ich nochmal angreifen, so lustige Wrestling-Moves? Ah! Oh! Oh. Wieso ist da ein Auto einfach reingefahren? What the hell? Nehmen wir uns das mal mit und pimpen das bisschen. Ja, können wir machen. Warte, ich pimp mir auch ein eigenes. Ich hab den Raycaster. Ich hab den Mixmaster. Oh, da ist ein Polizist, den hätte ich fast überfahren. Und wir haben Sterne. Ja. Oder Wappen, oder Fahnen, oder Flaggen. Die Map, wo, da ist die Map. Ich brauche ein Pimp My Ride. Irgendwie gibt's keine Pimp My Rides hier. Siehst du einen Pimp My Ride? Ja, schon, aber ich sag's dir nicht. Ja, ich sehe kein einziges. Ah, da. Das sind die da, gell? Hä, Rimjob. Was ist denn markiert eigentlich? Was? Ja, ist ein Rimjobs? Ja. Weißt du, was ein Rimjob ist? Du bist der Ami, keine Ahnung. Ich weiß, was Rim ist und was ein Job ist, aber... Was ist ein Rim? Weißt du, was der Rim ist? Ist das zufällig? Der Damm? Ja! Mann, ich sterb hier, Ben, die schlachten mich hier ab. Mann, ich hab zu viel über Damm nachgedacht. Shit, Alter, mein Auto ist fast kaputt. Shit. Alter, helf mir mal, Mann, ich bin beim Rim. Aber heißt Rim nicht auch noch was anderes wie... Keine Ahnung. Felge. Ja, also, du Spaß. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Alter, wo bist du? Ich fahr hier vor dem Bullen da. Oh shit, ich wurde von einem Taxi überfahren. What the fuck? What the fuck? Look. What the fuck, Ben, ich krieg dich niemals. Ich wurde überfahren. Es kam ein fremder Mensch an, es war kein Polizist. Ben, you deserved it, oder? What the hell? Ich nähere mich mit rasanter Geschwindigkeit und ich bin gegen Baum gefahren. Ich bin gestorben, glaube ich. Ich lieg hier auf der Straße. Und ich hab Wiederbelebung nötig. Ich hab einen Bullen meine nackten Klöten ins Gesicht gedrückt. Ich bin gestorben. Und jetzt? Du bist tot! Ab jetzt Game Over, Ben. Singleplayer. Ich bin tot. Ich bin wieder da. Das ging schnell. Okay, ich tune mir den Raycaster. Mann, den hatte ich dabei. Hattest du gar nicht. Doch, ich bin in Raycaster eingestiegen. Tja. Ach du gemeiner, du. Wie das Leben so spielt, ne? Ja. Wie das nicht verfügbar, während du bekannt bist. Du bist so ein Stück Kacke, Ben. Kennst du noch das Spiel des Lebens? Ich kann irgendwie nicht aus meinem Auto aussteigen. Ja. Wie fandest du das so? Ich hab's irgendwie nie gemocht. Nicht? Nee. Warum? Hast du immer verloren? Hat dein Life immer so hart gesackt? Ja, ich glaube, mein Typ hat sich immer selbst ermordet oder so. Wenn das möglich war, wenn nicht, dann habe ich nicht das Spiel des Lebens gespielt. Hast du irgendwas anderes? Schau mal, sag mal, bist du behindert? Ey, ich versuch doch zu fliehen, Mann. Ich stehe doch hier, Alter. Versuch dir eine eigene Werkstatt, du Wichser. Get the fuck out, Mann. Wir müssen unbekannt werden. Wie schaffen wir das? Kauf dir die Werkstatt und geh da rein. Ich kann mir die Werkstatt nicht einfach kaufen, die ist teuer. Die kostet 5000, Mann. Ja,
5000. Ich glaube, ich habe noch 100 Dollar oder so. Kannst du mich mal bitte nicht überfahren, du Arschgesicht? So, jetzt ist es mein Rimjobs. Du kommst hier nicht mehr rein, Alter. Ich hab's mir schon längst gekauft, du Idiot. Ach so. Wir kommen hier nicht rein, Ben. Wir müssen erst beide in den Rimjob reingehen. Was ist das denn für eine Logik? Jetzt komm wir rein hier. Wir gehen jetzt in diesen Laden rein und dann sehen die Cops uns auf nicht. Ach so, und jetzt sehen sie uns nicht mehr. Ach, ja. Sieht logisch aus. Du Arschloch! Fuck yo. Fuck yo, right? Hä, wieso geht's nicht mehr rein, Alter? Ich weiß nicht, warum das Tor nicht aufgehen will. Vielleicht, weil mein Auto schon drin steht. Ha, nee, ich komm rein. Nein, du Wichser. Fing. Okay. Erstmal dicke Karosserie-Mods. Extras. Nee, ich will keinen Dachgepäckträger und auch kein Fahrrad hinten drauf. Alter. Nee. Was denn? Ich schrotte gerade dein Auto zu Tode. Alter! Ja, Mann, nicht was cool. Bist du denn für eine Arschwabe, Alter? Ohne Scheiß. Warum denn? Du analiger Baron. Der war. Ich hab ein Lambo oder so ein Ding gefunden. Nein, Lambo! Nein, wir kennen uns doch erst seit einer Sekunde. Alter, mein Auto wird ziemlich rageig, Mann. Ben. Immer werde ich verlassen von Autos, die ich seit einer Sekunde kenne. Bam! 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 Ich bin wildgrün. Bam! Das sieht ja krass aus, Mann. Ich habe gerade so einen Polizisten grundlos zu Tode geprügelt. Ja, so gehört sich's doch. Ist das okay. In Ordnung? Ja, in Saints Row ist alles in Ordnung. So, Räder, Mann. Frontachsen, Felgengröße. Extra tief, ich will aber 27 Zoll Felgen. Dann besorge ich mir einen eigenen Rimjob. Warte, Felgenstil. Was richtig dick ist. Was hast du jetzt für ein Ride? Das Fette, oder? Ich hab diesen fetten Chrysler, oder was das ist. Wieso werde ich schon wieder von Bullen verfolgt? Warte, ich will noch Nitro einbauen. Kannst du dann zu mir kommen? Ich tune beim... What the fuck? Okay, ich hab ein richtig swaggiges Auto. Holy smokes, Alter. Ja, wo bist du denn schon wieder? Ja, ich muss zum anderen Rimjob, du Vollspack. Ach so. Der Rimjob. Noch einmal die Lache, Alter, und ich vergess mich echt. Du vergisst dich? Ja, wer bist du denn dann? Schmander. Was? Was soll das denn? Was denn? So eine Arschkrampe, Alter. Was? Jetzt habe ich mir den Rimjob auch kaufen müssen. Lol. Ich wette, du machst doch wieder hier Bullen, oder? Ja, schon. Du bist so ein fettes Arschloch, Alter. Darf ich das überhaupt sagen hier? Lol. Boah, Fliege. Alter, da muss ich erstmal einen Schluck Milch trinken. Boah, die Gammelmilch. Mann, du bist so ekelhaft. Shit, fast hätte ich schon wieder eine Person überfahren. Soll ich das kurz erzählen? Ja, erzähl das mal. Ich habe mir vorhin eine Milch hochgeholt, aus dem Kühlschrank. Und dann habe ich die hier stehen und die ist zwar noch eiskalt. Und dann trinke ich so einen Schluck und dann merke ich, die schmeckt schon so ein bisschen ranzig. Also, ja, schon ziemlich ranzig eigentlich. Und dann, ja, was machst du jetzt? Nee, Alter. Komm, geht schon noch. Bist zu faul, jetzt nach unten zu gehen und dir eine neue zu holen. Schmarrn sieht dein Alter, Auto unswaggig aus. Alter, ich will mein Auto abspeichern oder so. Ich mach mit. Hammer. Ich mach mit. Das ist automatisch, glaube ich, abgespeichert. Und jetzt trinke ich halt die ganze Zeit schon an dieser ranzigen Milch und ich hab da jetzt schon einen halben Liter weg. Und Benji kann es nicht verstehen. Ben, schau bitte, dass du keine... Du bist so ein Arsch! Ich hab nichts gemacht, Mann, ich hab nichts gemacht! Kannst du bitte von Bullen wegbleiben? Ja? Bitte. Versuch's. Ich werd von Gang. Du bist so ein Spast, Alter! Ich weiß nicht mal, was ich mach! Ich weiß es echt nicht, ich werd von Gang Mitglied. Mir ist schon klar, dass du nicht weißt, was du machst. Und jetzt auch noch Bullen. Alter, ja. Ben, ohne Scheiß. Ich suche mir jetzt echt wen anders. Ja, Mann, ich geh doch schon. Mom! Ben nervt. Können wir zocken, bitte? Nein, was?
Wieso nicht? Hat sie ja gesagt? Nee, sie hört mich gar nicht. Okay, jetzt kannst du dein Auto pimpen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo mein Auto da ist, mein Auto. Alter, ich werde hier von irgendwelchen Luchador. Du bist so ein Idiot, Mann! Was? Du bist so ein kranker Spast, Alter. Ich weiß nicht, was ich tue. Mann, du schießt immer die Leute oder so an. Nein, tue ich nicht. Wir nehmen uns jetzt einen Auftrag mal, Lok. Scheiß auf deine. Nein, ich will die Karre tunen. Du kommst jetzt hier rein. Und dann bleibst du auch hier drin, Alter. Ja, ich bin in der Ding. Ich bin in der Garage. Komm, ich... Scheiß drauf, ich töte die jetzt alle. Die Wichser. Was soll das denn? Ich nehme mal einen Auftrag an. Den illegalen Mann. Du bist so ein Arsch. Wir fahren aber mit meinem Ride. Nein, das ist kaputt. Ich brenne. What the fuck? Du bist ein Arschgesicht, Alter. Ohne Müsli, Alter. Ohne Müsli, Mann. Nicht cool. Ohne nicht fucking cool. Müsli. Da muss mein Hammer raus, Alter. Ich muss meinen Hammer auspacken. Alter, da kenne ich nichts. Da kein Lock. Jetzt bist du zu weit gegangen. Du hast mich überfahren. Nee, ich verstehe. Das ist eine eindeutige Kriegserklärung. Du bist ab sofort der Feind. Nee, Ben, ich will jetzt einfach... Können wir kurz Sendepause machen, bitte? Ich ertrage einfach deine hässliche, verfickte Stimme nicht mehr. Oh. Was war das denn? Das war meine Parodie auf dich. Eine Parodie auf mich? Auf dich. Auf dich drauf. Ich habe richtig hart auf dich drauf parodiert. Was laberst du für eine Scheiße? Was? Du willst doch schweinischer werden. Oh yeah. Oh yeah. Warte mal. Mal schauen, wie du den Ton findest, Leute. Warte, kurz. Wait kurz. Ist das mild? Oh ja. Okay, bevor wir die Mission jetzt anfangen. Okay, es geht schon los. Machen wir einen kleinen Cut. Die Folge geht gleich weiter. Bis dann. Haut rein. Bis irgendwann. Tschüss. Tschüss.